Also ich bin der Jogi, ich bin der Spartenleiter von der Sparte Tennis, vom Hauptverein vom TSV Notternberg. Wir haben ca. 350 Mitglieder in der Sparte. Die Jüngsten werden so 2-3 sein. Und die Ältesten, die noch aktiv spielen, sind so in den 70ern, Anfang 80ern. Das sind dann auch die Gründungsmitglieder der Sparte. Die Sparte gibt es jetzt seit ca. 45 Jahren. Wir sind eher ein Breitensportverein. Wir sind jetzt nicht der leistungsorientierte Verein, sondern wirklich, es muss Spaß machen, es soll die Gemeinschaft gefördert werden. Wir machen auch vereinsintern viele Veranstaltungen, wo wir auch versuchen, Jung und Alt zusammenzubringen und so auch der Kontakt unter den Generationen ein bisschen besser stattfindet. Das ist uns sehr wichtig. Wir bieten ja auch schon ganz, für die ganz, ganz Kleinen die Ballschule an. Die heißt bei uns die Zwergerlschule. Ballgefühl wird vermittelt, Teamgeist wird vermittelt, sportlicher Ehrgeiz ist bei uns ein ganz großer Stellenwert. Irgendwann später, so ab ca. 5 Jahren, kann man dann durchaus schon in den Tennissport übergehen. Ich bin schon seitdem, dass ich 5 Jahre bin im Verein und bin hier groß geworden. Wir haben eine einzigartige Gemeinschaft hier. Wir machen sehr viel für unsere Mitglieder. Jetzt vor kurzem waren wir alle gemeinsam bei einem Ausflug bei den Generali Open in Kitzbühel. Und was wir natürlich auch machen, ist ein Sommerfest. Seit letztem Jahr auch das erste Mal die TSV Natternberg Open. Bei uns draußen ist es alles recht locker. Wir sind sehr kameradschaftlich. Wir sitzen gerne zusammen, wir trinken gerne was miteinander. Wir haben einen guten Zusammenhalt und von daher kann ich es nur jedem empfehlen, dass er kommt.